Von mir aus könnt ihr Mutant Perrin ja auch zu eurem Präsidenten machen. Das wäre mal cool. Echt mal, das wäre doch mal cool. Überlegt mal, Mutant Perrin ja als Präsident für irgendwas? Das wäre mal was. So, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir da oben ankommen. Habe ich überhaupt noch was zu trinken hier neben mir? Hab ich. Ich habe gar keine Zeit, weil ich bin gleich schon oben. Ach komm, aber wieder gechillt da so. So gechillt immer hin und her und hin und her, man. Hippie Pirinja, man. Ja, man. Ich bin so, yeah, voll Mutant Pirinja-mäßig. Du kannst echt nerven und du hast eine Windel an. Wieso bricht es jetzt auf einmal zusammen? Das soll uns doch, glaube ich, nur sagen, Mario, du bist zu fett. Wäre es wie ein Godzilla oder ne King Kong? Dann würde das Vieh jetzt tot sein. Ach nee, es kann ja flattern. So, let's fight. Let's have an epic battle. Whee! Mache Mund auf. Ich will euch zeigen, wie das abläuft hier in dem Kampf. Ja, er muss den Mund aufmachen und wir müssen ihn mit Wasser voll spritzen. Ist er ganz voll, könnt kotzen sogar. Und dann, kapier, mit der Stampfattacke drauf. Ja, klatsch, klatsch. Je weniger Schmutz da ist, desto leichter. Nein! Das lässt du schön bleiben. Schluck es runter. Ups. Und Kamehameha! Ja, jetzt wird auch ein bisschen unfairer. Jetzt macht er nämlich noch eine Kleinigkeit nebenbei. Oder? Machst du das? Machst du das? Oder darf ich dich jetzt einfach töten? Nee, er dreht sich einfach nur, weil er glaubt, er wäre toll. Hier, friss das! Und schön die Mundspülung nicht vergessen. Und stirb! Stirb! Tot! Bläpp! Er zerfließt zu Schokosoße. Die schöne Schokosoße. Oh, die schöne Schokosoße. Okay. Hey, mir den Signi. Meine. Möp. Möp bravissimo. Klingt auch wie so ein Kaffee, finde ich. Pling. In Italien klingt alles wie ein Kaffee. Ich glaube, das liegt an mir. Jetzt können wir schon eine neue Welt betreten. Das ist cool. Jetzt können wir schon in eine neue Welt. Ich mach das auch. Ich werde das so machen. Wenn sich eine neue Welt öffnet, dann werde ich sie machen. Und wenn ich einfach Insignien brauche, dann gehe ich in alte Welten zurück. Aber ich möchte auch nochmal sagen, das wird kein 100% Run. Weil ich habe das Spiel selber noch nicht auf 100% durch. Deswegen wird das kein 100% Run. Und guckt euch das mal an. Die Schokosoße breitet sich von alleine aus. Einmal aufwischen in Gang 3. Warte mal, die Putzkraft gehört hier gefeuert. Alles muss... Das ist hier Praktikantenarbeit. Ich wette, in der Regel ist das hier genauso verschmutzt. Nur da muss das irgendein Praktikant machen. So. Der gibt diesmal nicht so schnell auf. Der haut nur einmal schnell ab und macht dann kurz Pause und ist wieder da. Und dann hauen wir ihm nochmal ins Maul. Und hauen ihm nochmal ins Maul. Machen aber nebenbei sauber. Und du nervst dich weg. Und dann stirbst du. Warum die opfern sich alle selber? Guck, wie kann das denn da unten überleben, ey? So ein riesen hässlicher Klotz. So. Einmal hätten wir hier ein neues Level. Aber diese Hütte hat noch einen anderen Effekt. Ich gehe mal rein und zeig es euch. Hier. Buonvenuto, Naruto. Ich denke, du bist deswegen hier. Ja, sehr gut. Das bedeutet, du gibst mir 10 Münzen. Da sagst du, keine 10 Münzen? Dann gibt es nichts. Ich kann meine Preise nicht herabsetzen. Das wäre Selbstmord. Du musst leider später wiederkommen. Tschüssikowski. Ja, hier schaut das so aus. Jeweils, wenn wir 10 blaue Münzen haben, dann können wir zu ihm gehen und er tauscht uns dafür... Also er gibt uns dafür eine Insignie. Sprich, 10 blaue Münzen gleich eine Insignie für uns.
Was der mit den blauen Münzen will, das frage ich mich bis heute noch. Aber wir kümmern uns mal nicht um seine Geschäfte und gehen jetzt einfach in die Schokosoße wieder. Was ist das immer Schokosoße? Wieso denke ich immer an Schokosoße? Hey, da oben ist noch so eine blaue Münze. Deswegen immer schön nach sowas Ausschau halten. Also mache ich denn immer, jedenfalls. Ich halte schön nach diesen Dingern Ausschau. Und du? Was machst du hier? Hey, benutzt du eine meiner speziellen Sonnenbrillen? Oh, nun, das bedeutet, du bist noch nicht bereit. Du musst noch einige Weile von Isa Delfino bleiben. Sprich mit mir, wenn du sie benötigst. Bis denne. Tschüss, bis denn. Ja, was man bei dem machen kann, man kriegt ein Urlaubsoutfit. Das, was sich auch wirklich ändert, das finde ich das Coole. Patz! Man kriegt von dem ein Urlaubsoutfit, sprich Hawaii-Hemd, Sonnenbrille. Und das Geile ist, das bringt sogar ein bisschen was, weil die Sonnenbrille, die wirkt. Man kann wirklich besser, also man... die Kamera ist dann wirklich... Boah, wo kommst du denn her? Ein bisschen von Sonnenstrahlen geschützt. So, Patz! Und die Steuerung in dem Spiel ist auch sehr gut. Also ich komme damit sehr gut zurecht. Und Ali hat das sogar geschafft, dass er das auf Tastatur spielen kann. Das ist schon radikal, finde ich. Ich meine, ich kann nicht mal Toho auf Tastatur spielen. Und das ist ja wirklich... Na okay, simpel ist auch nicht. Ich will nicht sagen, dass Toho simpel ist, aber... dass es auf Tastatur spielbar ist. So. Nein! Scheiße. Erstmal hier wieder schön sauber machen. Haha, Massencleaning. Ich weiß, hier irgendwo war was. Haha, Blue Coin. Blaue Münzen sind immer schön. Ich könnte schwören. Ah, da, seht ihr? Da ist auch noch eine. Fällt einfach ins Wasser, das Ding. Ich glaube es nicht. So. Plüm. Nee. Komm nicht hoch. So. Du, Sniper, du. Wow. Okay. Darf ich mal deine Fickfresse als Sprungbrett benutzen? Nein, danke. War hier nicht irgendwas? Ah, Gulli. Und Gulli, guckt euch, da seid ihr. Ne. Ne. Oh, Scheiße. Komm schon bitte. Nein! Fuck, was ist denn? Komm hier nicht raus. Ich will hier raus. Hier? Da ist eine Kiste. Was ist das denn? Highspeed! Okay. Ah, warte mal, ich hab eine Idee. Na komm! Oh, fuck. Funktioniert nicht. Ich versuch's nochmal. Einfach rein und. Was zur Hölle sind das da? Darf die. Achso, ich wollte gerade sagen. Was sind das da für Energiebälle? Na, fuck it. Bitte! Oh, dankeschön. Gut, dann müssen wir mal hier den Kran nehmen, der direkt in die Schokosoße geht. Ja, besser die Suppe hier nicht berühren, die tut weh. Das kann ich euch nur empfehlen, da nicht reinzugehen, weil die tut echt weh. Da ist eine blaue, die hole ich mir. Ja! willst du nerven oder was? So, damit. Plüm. Danke. Damit hätten wir schon 8 blaue Münzen. Also hier findet man echt viele. Man findet allgemein sehr viele im Spiel. Es gibt sehr, sehr viele. Die sind auch der Grund, warum ich das Spiel noch nicht auf 100% habe. Davon nämlich alle zu finden, ist sauschwer.